Tier Takeover. Okay, also auch für dieses Battle haben wir einen Special Co-Host. Bitte begrüßt ihn, macht Lärm für Kwame! Hey, lange nicht mehr gesehen, Leute, alles klar? Lange nicht gesehen, Bruder! Okay, seid ihr bereit? Okay, Berlin, wir haben ein unfassbar krankes Mega-Match und dafür will ich erstmal den Lärm des Jahrtausends hören. Mach mal Lärm, Berlin! Boom! Okay, als erstes möchte ich den King von RAM auf die Bühne bitten. Macht Lärm! Macht die Lärm für Mighty Fucking Mo! Yeah! Der Typ mit dem coolsten Swag, Alter. Und als nächstes müsste ich ein noch eher ungeschriebeneres Blatt, aber eine Legende im deutschen Rap, eine Größe, macht Lärm für Damien Davis! Blacker, Blacker! Okay. Mega Track, Digga. Der Track hat mich richtig hyped up, man. Damn, son! Das ist die Aufgabe, Digga. So, okay. Wer fängt? Okay. Tamam. Bitte mach nochmal Mic-Check. Ey, hör mal auf zu schleimen bei ihm, Junge. Was geht mit dir ab, ey? Ja, ich will bei dir schleimen, Alter. Weißt du, wolltest du noch ein Foto machen? Ja, voll. For real. Okay, also, ich will gar nicht lange reden, Alter. Damien Davis fängt an. Yo! Let's go! Soundcheck! Yeah! Yeah! Könnt ihr mich da draußen hören? Yeah. Dann macht mal ein bisschen Lärm! 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 Ey, Leute, ganz kurz. Entschuldigung. Ihr sollt bitte aufhören zu filmen, das soll ich durchsagen. Ja, okay. Insta-Stories, okay, ich gehört. Okay, let's go, Damien! Lärm! Lärm! Ey, es ist der letzte Tag im dritten Monat. Das heißt, jetzt wird endlich ausgemerzt! Doch bevor wir uns gegenseitig erniedrigen, sag ich erstmal, Harmeidi, Schlag Harmeidi. Schön, dass du auftauchst hier bei uns im Harmeidi. Ich hab gehört, du schwimmst gern mit den Haaren, Mighty. Oberflächlich, denn du rappst immer Haaren, Mighty. Doch deine Technik klingt nicht high-end, Mighty. Sie ist höchstens so mächtig wie der letzte Smash-It von Haaren, Mighty. Yeah. Zeig mehr Respekt, denn der Scheiß, den du bläst, klingt wie ein Albtraum auf Platte. Und ich mein nicht Nightmares und Wax. Kill Khan, Fano, Scratch. Metal Man, Fano ist echt. Train of Thought rollt über zeitlose Tracks. Blub, 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 blub. Blackstar Revival mit Hardtech und Dex. Ich hab die Talib Kweli. Und das ist Mighty Mo's Death. Ich bin im Nameflip-Mode. Rah, Digga, was los? Dieser Bastard rhymt hart und trifft jeden Ton. Backups kommen akkurat auf Splitzer-Niveau. Akkurat auf Splitzer-Niveau. Sie sagen, Greg war nicht genug, na. Gib mich some more. Seneca, keine Zeit, hey, gib mich some more. Dieser Esser kann kein Deutsch, hey, gib mich some more. Ich sag, hier ist der Bescheid, hey, gib mich some more. Gib mich some more, gib mich some more. Gib mich some more. Ihr Frankfurter Applaus. Für diesen Heart-Age-Spasten. Denn erst wollte der Greg Pie battlen und dann Mars P. klatschen. Du hattest 2 Jahre Zeit, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Wolltest du ihn jetzt richtig treffen oder eher den Schlag verpassen? Ich beweise euch, dass dieser Soldier Boy nur ein dummer Toy ist. Nur ein Kriegsspielzeug, das sich ungehobelt aus dem Holz schnitzt, auch wenn du hochgradig gut Deutsch sprichst. 100 krasse Lines-Kicks. Bro, dein Text enttäuscht mich, denn dein MB-1000-Flow klingt mit 35 immer noch so wie Specs in Hannover 96. Ist voll cool, kann ich voll nachvollziehen. Vollkommen, geht mir genauso. Ich mag Hannover auch. Wer sagt, dass Mo die Nummer 1 ist? Person ohne Weitsicht. Du bist nur ein Lockvogel, brrr, der unten auf dem Gleis sitzt. Kein Kreuzzug nötig, du wirst am Zug gekreuzigt. Robert Enke mäßig, der komplette Ho-Train überrollt dich. Bams. Auch das ist okay, das muss auch mal ein Buch. Du warst nie in einem Loch,
weder in U noch in Einzelhaft. Alter, sorry, doch deine Knast-Stories klingen hochgradig zweifelhaft. Stimmt es, dass du mit dem Killer zusammen ein Album machst? Wenn ja, unter welchem Namen? Mozilla Firefox? Flow ist der Cypher-Gott. Durchgedrückter Feuerknopf. Infrared Dot auf deinen komischen Eierkopf. Klick, bang. Ich nutze die Chance für den Title Shot. Bodybag passt perfekt. Ich stopf Moritz in Leichensack. Zip him up! Oh, er ist ein Schauspieler. Rap hat ein bisschen was mit Schauspielerei zu tun, meinst du nicht auch? Ein bisschen. Aber nur mehr. Und Nidal, tut mir leid, du bist keine Stilikone mit deinem Oh, Summer Style. Denn du trägst ja noch die Bombenkollektion aus dem Sommer 01. Du bist nur Mightys kleiner Schoßhund am Bein. Denn nur Mistviecher mit schlechtem Geschmack feiern die Mo-Summer-Line. Bevor ich mir jedoch Mighty Mo's Hammer leih, nehme ich den Bushammer und schlag erstmal die Frontscheibe ein. Dann kletter ich über die Motorhaube, Mighty Mo's Hammer rein und fahr den Hochstapler auf den Friedhof zu seinem Großvater. Mighty auf der Jagd, Achtung, Tollwutgefahr. Du wurdest vom Fanboy zum enttäuschten Choleriker. Denn der Boss hat ihn auf dem gemeinsamen Song mit so einem vollkommen verarscht. Was du rappst, interessiert Felix und Elvie nicht. Das heißt, ihr beide habt euch mit dem Feature eigentlich selbst gedisst. Deshalb nimm den Vibrator und schieb ihn schnell zurück in deinen gelben Schlitz. Denn sowas kommt dabei raus, wenn man denkt, dass man self-made fickt. Fuck die Gay-Brüder Grimm, guck, Dame übernimmt. Ich enterb den Thronanwärter und töt den neuen Prinz. Ich schlag euch die Köpfe ab, bevor die Krönung hier beginnt. Denn ich steh vor dem Olymp, Top-Tier, Take-Over-King. Alles, was du schreibst, ist von vornherein zum Scheitern verdammt. Du Spast! Denn deine Legacy endet bereits mit dem Anfangssatz. Denn zu Beginn von jedem Grimm-Märchen sagt man im Normalfall ja, richtig, Kinder. Es war einmal. Ich rasier diesem Froschkönig die Fresse mit dem Drosselbart-Effekt, kurz nachdem seine Olle die Haare runterlässt. Deine Frau hat einen Rapunzelkomplex, ist dauernd auf Kunstschneepistenflex und schüttelt die Betten kräftig aus nach dem Rumpelstilzchen-Sex. Gegen dich hatte Hansen Glück, doch ich statuiere ein Exempel. Denn die Hexe brennt schnell durch, sobald eine Kriegler ihn handelt. Augen rosa rot, Haare schneeweiß. Zum Teufel mit den drei goldenen Haaren, deine fetten Jahre sind vorbei. Ich reiß dem Wolf den Bauch auf, lass die Geiseln frei. 7 auf einen Streich, das ist eine tapfere Schneiderlein. Ich bin gleich fertig. Alles cool. Für alle Hater. Sind ein paar Dirtilly-Leute hier heute Abend? Gebt mal ein bisschen Love der Crowd zurück. Gebt ihr mal ein bisschen Love der Crowd zurück. Ist leider alles eine Family. Ist kein Hater. Wir sind alle zusammen connected. Das ist alles gut. Okay. Ja. Guck, ich schnipp mit den Fingern und das... ohne dass jemand applaudiert. Ich mach nochmal, okay? Kann ich nochmal bitte rewind? Ich schnipp mit den Fingern und es klatscht, ohne dass jemand applaudiert. Und ich zeig dir, wie man jemanden wie dich auf 3 simple Gesten reduziert. Passt auf. Er ist ein durchschnittlicher Boxer, der Paper einkassiert und schneidet buchstäblich durch Felsblöcke, wenn das Sägeblatt rotiert. Gun Boss, Fistfight, mir steht der Scheiß bis hier. Cut, Rock, Bloodsport. Schere, Stein, Papier. Toll! Mach mal Lärm für David Davis! Und es geht weiter mit der ersten Runde von Mighty Mo Berlin. Ey, bitte,
Ey, Leute, ganz kurz mal. Tut mir mal einen Gefallen und quatscht mal bitte nicht dazwischen so. Wenn ihr zu besoffen seid, dann geht irgendwo da hinten an die Seite, aber das ist todesrespektlos für die Ex. Macht ihr ja, okay. Oder schreibt hier Nachrichten, hier. MySpace oder StudiVZ. Entschuldigung, Digga, ist respektlos. Ich weiß, sorry, Bro. Ich mag ihn auch leider ein bisschen. Das ist schlimmer an der Scheiße. Also nochmal, erste Runde, Mighty Mo. Digga, jetzt mach mal Schluss mit deinen elenden Versen. Deine Runde ist wie dein Leben, Digga. Du erzählst gerne Märchen. Ey. Ich schwöre, ich wollte eigentlich irgendwas rebuddeln, um den Typen mir mies zu zerfetzen. Aber der Typ hat so viel Bullshit gelabert, ich hab die Hälfte schon wieder vergessen. Was soll das? Ey, willst du hier meine Scheiße mitlabern? So, willst du meine Verse so mitplappern? Kommst du dir dann cool vor? Denkst du, das ist krasser Scheiß? Wie heißt du? Damien Davis oder Damien Papagei? Ey. Okay. Leute, ich würde sagen, jetzt ist Applaus gefragt. Und zwar laut und stark, denn es sind viele gute Battle-Rapper hier im Haus am Start. Ach ja, und Damien ist auch noch da. Junge, du bist hier fehl am Platz, das sieht dir ein Blinder an. Was geht? Bist du behindert, Mann? Ich glaub, zum alternativen Greenpeace, Einhorn, Zuckerwatte, Schwuchtel, Mutterficker, Arschkongress geht's irgendwo da hinten lang. Digga, ich denk, du stehst nicht auf Krieg. Doch ich bin im Gefecht der Champ und der Beste. Digga, ich denk, du stehst nicht auf Beef, während ich beim Battle Menschenfleisch fresse. Also verpiss dich mal mit deinem Grünzeug und Salat. Junge, ich seh das so wie Flair. Gemüse ist für'n Arsch. Nur heute geb ich mich ausnahmsweise doch mal mit Gemüse ab. Weil jetzt schiebe ich dem Lauch die Gurke rein und dann hack ich der Kartoffel noch die Rübe ab. Bitch, es ist Mighty, der Elite-Rapper, kommt ganz vorne so wie Titelblätter. Es ertönt ein episches Symphonieorchester, wenn ich an die Spitze jeder Liga kletter. Hier ist niemand besser im MC zerschmettern. Du verziehst dich besser, bevor dich miese Petter niedermetzeln wie ein Kriegsverbrecher. Junge, solche Schniedellecker knock ich aus mit dem Hammerschlag. Der Unterschied zwischen mir und Harvey Weinstein, ich vergewaltige Fotzen auch vor laufender Kamera. Junge, ich bin immer noch der, dessen Punchlines jeder Vogel hier kennt. Und du bist immer noch der Langzeitpädagogikstudent. Digga, ich bin vielleicht nicht der Hellste, doch das ist mir nicht super peinlich. Auch wenn ich den IQ von einem Stein habe, wirst du von meinem IQ gesteinigt. Bitch, ich komm mit fiesen Strophen und du siehst MCs kniend am Boden, weil ich, gottverdammt nochmal, laut Friedrich Nietzsche tot bin. Aha. Aber du? Was machst du eigentlich hier? Damien, du bist uralt, hattest ein Written Battle und bist ein Verlierer im Rap-Game. Junge, ich dachte, ich bin ein abgehalfterter Penner, aber wenn ich den sehe, fühle ich mich wieder wie 16. Was machst du eigentlich hier? Hast du gedacht, das wird heute witzig mit dem Jungen? Frag mal Cynic, der hat nach unserem Match tagelang sein Kissen ausgewrungen. Was machst du eigentlich hier? Nee, jetzt mal im Ernst, was machst du hier? Warum zum Fick kommst du nach 5 Jahren aus der Versenkung gekrochen und hast ein Match mit dem Champ auf dem Top-Tier-Takeover? Halt die Schnauze. Erstaunt euch das nicht? Ist das etwa, weil du auf deinem Battle-Rap-Konto viele Siege hast? Das glaube ich nicht. Oder etwa, weil du dich kürzlich in zahlreichen Matches bewiesen hast? Das glaube ich nicht. Etwa, weil du für Battle-Rap an sich so viel Liebe hast? Das glaube ich nicht. Dieser Spaß gibt auf Battle Rap überhaupt keinen Fick und das Traurigste ist, du behauptest, du hast noch niemals was ausschließlich für den Kies gemacht. Doch das glaube ich nicht, weil der einzige Grund, warum du hier stehst, ist, dass du als Gage dafür einen gottverdammten Tausender kriegst. Ganz genau und sonst nichts, also halt die Schnauze. Junge, du vergisst deinen Standpunkt, wenn du an die Hunnis denkst. Ich bin nicht ohne Grund der Champ, aber Damien ist kein Top-Tier, Damien ist ein Untermensch. Junge, du solltest dich schämen. Obwohl du genau weißt, dass viele andere MCs bessere Gegner sind.
Kommst du hier mal eben hin, nur weil die Knete stimmt und hast den Fame im Sinn? Du tust, als wärst du im verdammten Game der King, doch in echt bist du bloß eine Schande, Shamian. Es wäre mehr als angemessen, wenn du dich jetzt hinkniest und direkt meinen Harten lutscht. Du hast deine Gage noch weniger verdient als Pisek das Recht auf Atemluft. Hey! Und dein Auftritt ist das beste Beispiel, wie man locker Scheiße zu Geld macht. Ich wette nicht mal, der Stein, unter dem du dich verkriechen solltest, hat Bock auf deine Gesellschaft. Junge, du bist voll der Hurensohn. Und das versteckst du auch nicht mit Gimmicks. Wenn du nur noch ein kleines bisschen mehr wie ein Hurensohn aussehen würdest, dann verwechselt man dich mit Cynic. Junge, weißt du nicht, dass mich schon... Junge, weißt du nicht, dass mich schon viele töten wollten, aber sich mit Mighty anzulegen ist wie Netflix. Das hat viele böse Folgen. Also, bevor du scheinheiliger Heuchler rumholst, was für ein schlechter Mensch ich bin, fass an deine eigene Nase und quatsch mich mit der Scheiße mal nicht voll. Digga, du schwingst vielleicht die Moralkeule, aber meine ist aus Holz. Und die schlage ich die nächste Runde steinzeitmäßig gleich auf den Kopf. Dann ist die dreckige Zahnlücke in deiner Scheißfresse wenigstens nicht mehr das einzige Loch. Zeit, du Heckenpenner. Ja, macht Lärm für die erste Runde von den beiden MC. Zweite Runde, Damon. Ja, ja. Also ich nach 5 Jahren keinen Erfolg habe, das ist doch extrem krasser Quatsch, Dicker. Ich bin mittlerweile Ghostwriter für deine Ghostwriter. Das heißt, you can't stay in touch, Digga. Und in 8 Tagen spiele ich mit Sammy Deluxe beim MTV Unplugged. Und danach habe ich ein paar Drehtage in der 2. Staffel von 4 Blocks, Digga. Und das ist kein Erfolg. Digga. Und ich habe irgendwie ein paar Fanta-Features, ein paar Clouseau-Features, chill bei Tomella ab. Guck mal, wie ich da einfach so locker mit einer goldenen Platte abchille. Und was machst du in dem Mars B Promotion-Video? Du vertickst eine Mixtape-CD in einer Papphülle, Digga, Alter. Wo ist da das? Ich verstehe nicht. Ja? Aber es ist Love. Und ich habe Liebe für Battle Rap. Sonst würde ich dich nicht so hassen. Verstehst du, was ich meine? Well, verstehe ich gar nicht, was du da meinst. Aber es war geil performt. Und du siehst immer straight aus. No homo. Ich bin nicht gay, so ein scheißes Holz. Okay. Du bist in Hamburg geboren, ne? Aber zuckst am Weitraus nach Bregenberg, ja? In klitzekleines 2000 Seelennest? Digga, reinste Klischee-Outback. Reinhaus-Karree-Komplex. Wo dich jede kleine Scheiße auch von klein auf persönlich kennt. Hi, Mo, wie geht's dir denn? Oh. Deine Eltern haben dir ein Stück Idylle geschenkt, so einen himmlischen Fleck, wo die Kinder ungestört im Schilf baden können und man die Grillen zirpen hört in einem stillen Moment, da wo keine Schüsse fallen oder Mülltonnen brennen, sondern man quietschfidel auf dem Weg zum Kuhstall die Milchkanne schwenkt. Also erzähl mir nichts von Children of Men, von wegen du wärst ein Killer wie Cam. Im Gegenteil, du bist eher ein... Naja, du bist doch ein chilliger Mensch, oder? So ein Schildbürger, der so mit ein paar Hillbillys hängt. Und auf der Suche nach Trüffeln ganz schön... Ah, vor Wildschwein wegrennt! Ah! Oh, und Nidal, dein verkackter Hilfsassistent, macht auf King im Dill-Tilly-Camp. Doch waren seine letzten Runs als Champion alles andere als pilzresistent. Alles cool, Mann. Alles cool. Ja, ich weiß, ich bin sowieso schlechter als du. Ist doch ganz klar. Du wusstest doch immer, dass der eine schlechter ist. Ich bin einfach Dreck. Richtig. Genau. Heute lernst du deinen Drill Sergeant kennen. Ich nehme die Missgabel und ratsch durch den Lack von seinem silbernen Benz, bevor ich euch Kackvögel kopfüber in einem dampfenden Kübel voller Gülle ertränkt. Ihr Pissnelken! Du kommst doch aus der Vorstadt, wo sie nach 8 den Bordstein hochklappen und die Atzen vollkommen besoffen vor der Dorfkneipe hocken und im Sonnenuntergang mit ein paar Nordhäuserflaschen dann gemeinsam Kornkreise kotzen. Ja.
Die erfolgreichsten Popstars, die aus deiner Stadt kommen, sind absolut prollige Opfer. Also bitte gebt mir mal ein Fuck you für Lena Meyer-Landrut und diesen dämlichen Kackdude Oliver Pocher. Selbst die Fußballer, die aus seiner City kommen, sind alles Lutscher und nicht mehr ein paar Lachnummern wert. Lächerlich, wenn ich die Namen schon höre. Per Mertesacker und Fabian Ernst. Deine City braucht dringend eine Prise frischen Wind für den Pokalgewinn. Denn dein Club hat nur einen Titel. Und zwar das Lied von den Scorpions. Und zwar das Lied von den Scorpions. Digga, und du willst mir erzählen, dass meine Lieder zu poppig klingen? Ey, du stehst für heroischen Lebensstil, H-Town for Life. Ich fahr in deinen Wald und reiß dein Lehmhaus dort ein. Was, MB1000? Ich schlag dir die Zähne aus mit Mike, wie beim Bene-Auftritt 1. Und setz dir dann deine goldene Prothese wieder ein. Guck mal, du trittst die ganze Zeit auf der Stelle. Seht ihr? Mighty sucht nicht das Weite, sondern nur seine alte Hut, mit ihr ist er verbunden bis heute. Kein Wunder also, dass ich dich für einen Hundesohn halte oder Hannover heißt, er wohnt an der Leine. Googelt das. Ja? Du bist ein Bulldoggenkopf mit Reichsadlerblick und ausgeprägtem Sinn für antiken Alt-Nazi-Kitsch. Du bist ein Top-Züchter und ein 1A-Rassist, denn hier ist besonders wichtig, dass der Hund reinrassig ist. Halsband mit Chip, Leine fest im Griff. Guck, er gibt seinem Köter freiwillig den Strick. Sag mal, Nida, wie ist es eigentlich für dich? Es war ja noch gar nichts, es war noch nicht mal der Setup, Alter. Ey, yo, sag mal, Nida, wie ist es eigentlich für dich als Moslem zu Hause bei einem echten Christ, wenn der American Stafford auf der Couch beim Weihnachtsessen sitzt oder zu Ramadan vor deinen Augen Schweinekoteletts frisst oder Mighty sich auf der Straße für Scheißereste bückt und dir dann die Kottüte anstatt den Scheiß-Joint, die Kottüte anstatt den Scheiß-Joint übergibt nach dem Motto, ey, halt mal kurz für mich. Bist du immer noch der Meinung, Mighty sei der Shit, auch wenn der Köter draußen an Häuserecken pisst, an fremden Ärschen schnüffelt und Mighty ihn dann küsst und der Schleim spritzt einmal quer durch dein Gesicht? Ist das für dich jetzt halal oder nicht? Es ist Bars, okay? Respekt an alle Religionen, alle Leute, die ein Herz haben für Religion. Bruder, du weißt es. Du weißt es. Hey, Allah ist groß, okay? Alles gut, Brüder. Das wisst ihr auch, das wisst ihr, dass es so ist. Okay. Aber scheiß auf deinen Hund, dein Style ist furchtbar. Dein weicher Hohlkopf hat eine leichte O-Form. Seiten Kurzhaar, ich schneid dir sofort die perfekte Frisur. Es ist Mighty Mohawk. Du scherst alles über einen Kamm, als hättest du einen Iro rasiert. Sagst, ich bin völlig von der Rolle, aber willst selbst in einem Kinofilm spielen. Und während sich niemand für sein dreckiges Treatment interessiert, habe ich bei einem Drehtag bei 4 Blocks meine komplette Miete einkassiert. Hey, ist echt komisch, dass seine Schwester nicht die Hälfte finanziert, obwohl sie doch Sendungen bei RTL früh moderiert. Ah, ist echt ziemlich weird. Der Shell macht auf G, aber von ACAB hält der Typ nicht viel. Gestern wusste es niemand, aber jetzt weiß es jeder in der Szene. Da steckt doch tatsächlich so ein klitzekleiner Böhmermann in ihm, oder? Sein Vater ist nämlich Gerichtsmediziner, der dem Gesetzeshüter dient. Und seine Mom, während seine Mom straffällige Patienten mit Psychos therapiert. Das heißt, du bist der Serienkiller, ja? Und deine Eltern sind wie Greg's Autonomy. Deine Mom erstellt das Profil, bevor dein Dad dich dann seziert. Whoop, whoop, Tom! Macht Lärm für Damon Davis! Hey! Zweite Runde Mighty Mo, ja, Mann. Digga! Damien, ich mag dich. Zugegeben, du hast echt eine gute Delivery.
aber auch eine dämliche Dulli-Visage. Und wenn ich ein paar altersschwache Möchtegern-Entertainer sehen will, dann gebe ich mir die Bulli-Parade. Digga, du kommst hier mit diesem Geäckte und diesem Schauspielscheiß. Uhuhu. Digga, bei Punchlines hast du keine, Mann. Dein verdammtes Geäckte hier ist der letzte Strohhalm, wonach du in einem Battle mit mir noch greifen kannst. Digga, und du erzählst hier einen von den Scorpions? Dieser Band aus Hannover? Digga, das finde ich lame. Nach dem Battle bratze ich dir ins Face und nenne das den Wind of Change. Digga, und du quatschst hier Nidal voll mit diesem Moslem-Scheiß und glaubst, damit hast du uns extrem gebankt? Digga, das trifft uns nicht im geringsten, weil unsere Nationalität ist Mensch oder Religion. Also ein auf den. Okay. Aber jetzt hör mal zu, du hyperaktiver, ADHS-kranker Dreckspunker. Junge, es ist mighty, klick, klack. Battle Raps Gangster ist wieder startklar. Ich bin eine Maschine mit Alkoholproblem, wie Bender bei Futurama. Du Hundesohn, ich bin die absolute Bumskanone. Junge, ich hol mir jeden Tag einen runter auf ein Video, in dem ich mir einen runterhole. Weil Mighty ist der King. Junge, jeder weiß hier, wer ich bin. Bitch, ich steige in den Ring. Und weißt du, warum ich Battles mit Leichtigkeit gewinne? Tja, Digga, verlieren ist irgendwie einfach nicht mein Ding. Bitch, ich misshandel Rapper. Du wirst vom Transenschlechter an die Wand gescheppert. Ich stech dir Rambo-Messer durch dein Gammel-Sweater. Du schandbefleckter, verdammter Drecksack. Siehst aus wie Gandalfs Schwester. Du bist verranzt und schwächer als jeder andere mir bekannte Rapper. Du hast jeden Tag extrem versagt. Falls es von dir jemals eine Karriere gab, liegt sie verwest im Sarg. Doch indem ich hart in deine Zähne schlag, verschaffe ich dir mal eben gerade einen neuen Karrierestart als Mumble-Rapper. Ja. Mann, wenn ich dich angucke, habe ich das Gefühl, ich würde rückwärts in der Zeit gehen. Weil du hast 100-mal schlechtere Zähne als ein 80-Jähriger. Doch der falsche 50er ist schon fast 40, aber zieht sich an, als wäre er 13. Junge, dieser Shamian, du bist so alt, wenn ich dich anguck, fühle ich mich, als ob ich in den 80s bin. Junge, wie bei Stranger Things. Digga, ich wette, als du jung warst, ist ein Zeppelin vom Fenster geflogen. Du bist so alt, du hast direkt nach deiner Geburt schon Rente bezogen. Ey, jetzt willst du endlich nach oben, doch hampelst auf der Halfpipe rum, während Mighty sich die Scheine nimmt. Digga, ich fahr zwar kein Skateboard, obwohl ich jeden Tag am Grinden bin. Aha. Mir scheißegal. Aber du bist einer, der nach Scheiße stinkt und neben Stützpfeilern schläft, weil du ein Landstreicher bist. Junge, ich wette, dein Lieblingslied ist von Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge. Ich will ja nicht sagen, dass du wie ein Obdachloser aussiehst, der öfter im U-Bahnhof wohnte. Aber ich frage mich, wenn du jetzt gerade hier bist, wer zum Teufel spielt dann eigentlich Gitarre in der Fußgängerzone? Und jetzt hör mal gut zu, du Mimose. Ich komm an mit 20 Gangster-Kanacken, um dich Penner zu klatschen. Und man sieht dich unaufhaltsam in die andere Richtung laufen, wie das Leben des Benjamin Button. Du versuchst jämmerlich so zu tun, als ob du nicht komplett bedeppert und behindert wärst, aber fliegst dabei schneller auf die Fresse als ein Ninja-Stern. Bitch, was sollen von dir schon die Kinder lernen? Du gibst ja Rap-Workshops, ne? Ja, das respektiere ich. Weil von dir kann man Hilfsbereitschaft für die Gemeinschaft erwarten. Aber eins muss man einfach mal sagen, Rapper, die Workshops geben, haben ihre Karriere entweder hinter sich oder nie die Eier gehabt, eine zu starten. Und bei dir ist es Ersteres. Ich meine, 2006 standst du mit Elias Mbarek vor der Kamera. Tschüss, nicht schlecht, du kleiner Spasti. Aber 2018 stehst du mit Mighty vor der Kamera. Tschüss, das ist echt ein steiler Abstieg. Aber sowas von Mann. Polacke stand kürzlich nah am Abgrund und er meinte, dass man dich von diesem Platz aus gut beobachten kann. Du Möchtegern-Pädagoge, Junge in Whole Train. Spielst du einen nichtsnutzigen Rabenvater, der sich nicht mal eine Fahrkarte leisten kann? Einfach ein peinliches Scheißkind. Und wenn ich dich heute angucke, glaube ich, du hast irgendwie nicht gemerkt, dass die Dreharbeiten mittlerweile vorbei sind.
Digga, das war vor 12 Jahren. Zeit zum Aufwachen, ja? Und wenn ich du wär, würd ich die Fresse gar nicht so weit aufmachen, ja? Bloß weil du deinen größten Erfolg in einer Zeit verzeichnet hast, in der die Krönung der Technik ein Handy zum Aufklappen war. Was machst du, Clown, ein auf Star? Wie willst du Toy hier verarschen? Du bist älter als die erste Glühbirne. Doch im Gegensatz zu dir leuchtet sie heute noch strahlend. Junge, ich werd dich Scheusal begraben. Bitch, ich geh mit dem Kopf durch die Leinwand. Passepartout. Und du lappenhaftes Taschentuch. Hast noch Zeit für einen Abschiedsgruß, bevor ich meine Achis ruf und du von Verbrechern gestochen wirst wie ein Knast-Tattoo. Junge, du bist ein abgebrochener Spast wie Roos. Also was willst du? Mach deine Klappe zu. Ich bin untouchable wie Lackmanns Crew und kicke dich per Bloodsport-Move nach Kathmandu. Ey! Junge, es ist einfach nur Hardcore. Meine Bars sind nicht von dieser Welt, wie die Kneipe in Star Wars. Ey, also mach du mir nicht auf Mr. Hollywood. Wenn es hier die Action gibt, wenn Mighty effektiv das Messer ziehen von Dächern fliegt, wie bei Assassin's Creed. Yes! Und wenn es ein Verbrechen gibt, weil ich dir in die Fresse schieß und du vor dem Rettungsdienst tot auf dem Teppich liegst, ist das das letzte Mal, dass jemand dich Wannabe-Actor wieder auf dem roten Teppich sieht. Rest in peace, du Hurensohn. Mighty, der King in jeder Battle League. Zeit, du Gurkengräber. Mach Lärm für Mighty Mo und Damon Davis. Yo, yo. Der große Turm wird fallen. Knockout Runde 3. 2002 bekamst du ja deinen Musterungsbescheid. Als alle wussten, was in der scheiß USA so läuft, warst du stolz, ein Teil der deutschen Bundeswehr zu sein. Grundausbildung heißt Schusswaffengewalt, Nahtoderfahrung mit Perspektive zum Berufssoldat auf Zeit. Sag mal, was hat denn dich bloß dazu gebracht, dich für den Kriegsdienst zu entscheiden? Wolltest du auch ein paar Regimegegner ausschalten? Mit Maschinengewehrsalven, einen Friedensmarsch aufhalten oder mit mobilen Kampfeinheiten und Spürpanzerfahrzeugen vor Merkels nächstem Bombenauftritt schnell noch die Minenfelder räumen? Schon damals in der Schule beim Multiple-Choice-Test überlegte Mo so 10 Minuten, ob er jetzt einen Haken oder ein Kreuz setzt. Frau Lehmann, kann man doch beides mischen? Kann man beides mischen? Dein Nationalstolz ist eine Schande für Deutschrap. Deshalb nehme ich einen rostigen Nagel und schlag ihn in ein verdammt langes Holzbrett und jag diesen arischen Volldepp mit einer langen Latte zurück auf sein germanisches Volksfest. Das ist kein White Trash, keine neue Form von Black Power. Das ist die slawische Version von Astral, wo du Zauber. Deine Haut wird heller. Deine Haare werden grauer. Ach was, ich will, dass du dich nach dem Battle schwarz ärgerst, Brauner. Guck, wie ich deine Altarkerzen ausblas. Eine nach der anderen wie Starkettenraucher. Ich gehe der Sache auf den Grund wie ein Glasperlentaucher. Komm von unten und schlag dir dein dreckiges Grinsen aus deiner gottverdammten Kolonialherrenaura. Für die Konkurrenz ist Mighty sowas wie ein bedrohlicher Angstgegner, ein grober Zusammenschläger. Er ist der ranghöchste Offizier in der Chronik der großen Ram-Ära. Doch für mich ist dieser hochnäsige Angeber nur ein patriotischer Hassredner, ein oberflächlicher Brandredner, ein potenzieller Mein Kampfleser, der Prototyp Donald Trump-Wähler. Guck mal, ich zeig dir, wie man die Fassadenfront der IG Farben bombt. Mein Chrome-Piece übersprüht deine Riefen Stahlbeton. Was Deportationszüge? Ich mal Graffiti an Waggon, fahr nach Roma und spiel mit den Synthies für umsonst. Ich hol diesen Mussolini-Fan aus seinem Lieblingsrestaurant und klapp ihm vor dem Dorn zusammen wie Pizzapappkartons. Du rührst die Werberommel, als wär Himmler an den Drums und betreibst Goebbels-Propaganda in deinen Hitlers dicken Songs. Doch alle wissen, dass du kein Wesh bist, Mighty. Und alles, was du rappst, nur altes Gewesh ist, Mighty. Auch wenn deine ganzen Fans sagen, dass dein Style Fesch ist, Mighty. In meinen Ohren klingst du eher wie ein Faschist, Mighty. Und ab heute sagt keiner mehr, es ist Mighty. Ab heute sagen selbst deine drei Freunde, es ist Mighty.
Achtung. Das war nicht geplant. Aber guck mal, ich habe ein Storyteller wie für dich gemacht. Ich klage Mauern. Nee, ich klage Mo an. Die Geschichte Israel, nee, die Geschichte ist real. Denn alles, was er rappt, klingt so extrem Rabbi-Art, dass ich gar nicht verstehen kann, warum du das Hebräervolk nicht magst. Aber ich zeig dir in einem klitzekleinen Beispiel, mein Freund, wie sich ihre Kultur in deinen allabendländischen Alltag einschleust. So ist schon cool, bleib so. Mo stand an der Bar mit 20 Euro Schein. Sein Kumpel Hanno kam vorbei. Ah nee, Frank. Ja, Frank war mit dabei. Frank mit Shalom den Hals und sein Kumpel David Sternhagel voll. Sie sagten zu ihm, hey, Mighty, hast du Bock auf Kristall? Ah, 50 Euro pro Gramm. Programm. Digga, zieh dir das mal rein. Du so nimmst das Paket und sagst, oh, sieht geil aus, das Zeug. Ah, riecht nicht nach Gargamel. Oh, das ist Ariel Rhein. Sag mal, meinst du, ein Gramm reicht für eine Nacht? Klar, Dicker, es reicht für eine Nacht. Das ist wie die Reichsge... Ach, lassen wir den Scheiß. Pass auf, ich mach dir einen fairen Preis. 45 pro Gramm auf die gute alte Zeit. Und du so... ich hab nur 33 dabei. Ich hab nur 33 dabei. Ey, sag mal, kannst du mir was leihen? So eine kleine Reparationszahlung vielleicht. Ey, ich gebe dir das nächste Mal auch ein bisschen wieder. Du weißt schon, wie ich meine. Denn du hast anscheinend kein Problem damit, ein Zinssoldat zu sein. Mozart ist wie der Mossad. Unterschwellig und geheim. Ist schwer zu verstehen und nicht ganz koscher. Zugleich zum Glück, muss man sagen. Denn bisher hat er immer Schwein. Warum? Weil er nicht richtig feilscht. Wenn's um Cash geht, dann sabbert er und schleimt. Aber seine große Fresse vermasselt oft den Preis. Du fährst die rechte Schiene direkt zum Abstellgleis. Das heißt, dass du die Endstation nie erreichst. Guck mal, dein Judenhass ist vergleichbar mit diesen scheiß Immobilienpreisen, die sie Schritt für Schritt erhöhen. Denn an diese Mieten muss Mighty sich erst noch gewöhnen. Also, fick dich mit dem Ostblock. Der Ostblock ist radikal. Japanische Assis und russische Paniker. Ukrainisches Kapital, sowjetische Kampfmoral. Dein Nazi-Marsch endet direkt in einem Massengrab. Denn du hattest den Titel bis jetzt. Doch ich, Stalingrad. Gib ihm! Heftige Nummer, Bro, heftige Nummer. Der Junge hat schon drauf mit Wortspielen und so, auf jeden Fall. Digga, das war ein doper Part, oh yeah. Und der hätte mich voll getroffen, wenn ich ein Nazi wäre. Weißt du, was ich meine? Digga, was für Juden hast. Pass mal auf. Dieses Israel-Scheme. Nee, warte mal. Digga, ich mach dir gerne ein zweites Israel-Scheme klar. Liebend gern wieder. Nieder mit den gierigen Siedlern. Frieden statt Krieg, Junge. Free Palästina.
Und das war's ja eigentlich auch schon mit deiner Runde, ne? Also. Auf jeden Fall. Okay, Alter. Aber ansonsten, Digga, halt mal dein Maul. Wisch dir mal lieber die Popel aus deinem stinkenden Penner. Ach, die fuck, ich hab noch einen, Alter. Ey. Ey, pass auf. Eins wollte ich noch sagen. Digga, du hast recht, ich bin Soldat. Und wenn du hier Filme machst, dann lege ich dich um. Hat nichts mit Nationalstolz zu tun. Ich baller nur gern in der Gegend rum. Weißt du, was ich meine? Scheiße, ja, den wollte ich noch bringen. Okay, aber jetzt wisch dir mal die Popel aus deinem stinkenden Pennerbart. Oder man sieht gleich, wie ich eine große Flinte in Händen hab und kaltblütig einen Vogel abknall, als wäre ich irgendwo im Winter auf Entenjagd. Komm her, Alter. Bitch, glaubst du an Karma? Okay, scheißegal. Ich glaub an Grauen und Drama. Und jetzt erwiere ich dem verlausten Veganer Friedenstauben-Shawarma. Zusammen mit Getränken. Digga, weißt du, Affe, was ich mit deiner weißen Flagge nach dem Scheißen mache? Ich glaub, das kannst du dir denken. Junge, schon vor 10 Jahren tanzte dieser Kriegsdienstverweigerer bei Demos im Blumenkleid rum. Aber zu der Zeit bin ich mit Marschgepäck und einem G36 nachts aus dem Flugzeug gesprungen. Ja, also, Bitch, halt die Fresse, du Hundesohn. Bitch, ich bin Soldat, besser du salutierst, bevor ich dich mal eben schnell zerstöre. Gut so, weil ich bin zwar keine französische Schwester, aber du nennst mich gefälligst Sir. Digga, kannst kein Französisch? Digga, du hast 2 gute Gründe zu sagen, Mighty ist weiß Gott echt teuflisch. Meine Antwort auf Friedensangebote, die ist doppelläufig. Und jetzt hageln die Schüsse. Mighty ist einfach ein Fighter, aber du leckst deinem Kater die Nüsse und hörst dabei Eye of the Tiger. Scheiße. Junge, wenn der in die Disco gehen will, dann knallt man ihm die Tür vor der Nase zu. Junge, wenn ich in die Disco gehen will, dann knall ich mir vor der Tür die Nase zu. Alter, bis zum letzten Atemzug bleib ich so hart Straße. Was soll ich noch dazu sagen? Außer vielleicht, dass selbst meine Schamhaare einen Boxerschnitt haben. Bitch, ich kann Ninjutsu, Jet Kune Do und bin der Champ im Kung Fu. Und du, Digga, du hast 2 linke Hände und einen Klumpfuß. Bei dir kann ich nur den Kopf schütteln. Junge, du bist so ein behinderter Hampel. Das ging mir verdammt nochmal nicht in den Verstand. Ich saß vorm Rechner, guckte, was ich so von dir im Internet fand. Aber meine Frau dachte, ich guck mir die ganze Zeit ein scheiß Ping-Pong-Spiel an. Junge, du Crossover-Reggae-Heavy-Metal-Punk. Du hältst dich für den besten Mann, doch bist so unbegabt. Ich wette, du hast nicht mal einen Musikantenknochen, den ich dir brechen kann. Du glaubst, du kennst dich aus mit Musik und ich bin der größte Kunstbanause, den es gibt? Kann sein, aber im Moment spiele ich dir auf der Klaviatur der Schmerzen ein trauriges Lied. Aha, Junge, dein gesamter Output ist weak und keine belangvolle Kunst. Du bist so unbedeutend, als ich dich gegoogelt habe, stand da, warum? Ey! Junge, bevor ich dir Props gebe, würde ich für 1 Cent meinen Hund verkaufen. Du machst gern Stage-Diving, aber wenn ich mit dir fertig bin, wirst du höchstens in der Menge untertauchen. Du verkackter Hundehaufen, ich scheiße auf dich. Dein Sport, deine Musik, deine Schauspielerei ist ein Witz. Du betreibst diesen Shit, doch bist einfach ein Nichts. Das Einzige, an dem du nicht gescheitert bist, ist das Scheitern an sich. Junge, du Pfeifengesicht bist ein körnerfressender Frauenwertschätzer ohne Alkoholproblem und so gesehen ein Ostdeutscher, für den sich Finch in Grund und Boden schämt. Du versagst sogar als Ossi. Florian ist nicht der Renner, weil nichts läuft bei Florian gut. Junge, selbst dieser Mock bringt es mit seinen Pfandbons zu mehr Wohlstand als du. Aber dir sagt halt die Kohle nicht zu. Reichtum bedeutet nicht die Welt. Weißt du, wer sowas sagt, Digga? Leute ohne Geld. Bitch, ich mach die Euros, du weißt nicht, wie's geht, aber ist alright, ist okay. Für dich zählt mehr als Scheine, du hast noch nie Scheine gezählt. Was kommt dabei raus, wenn man Damien Davis, Gospel und Ben Salomo kreuzt?
Keine Ahnung, aber auf jeden Fall verkauft es keine CDs. Ey, und jetzt wird erstmal ein bisschen Real Talk gebracht. Bitch, du hast noch nie was geschafft. Dein Album würde sich nicht mal verkaufen, wäre es aus der Seele von Bushido gemacht. Also, okay. Muss mal drüber nachdenken. Also, ich hab gedacht, du verstehst ihn wenigstens. Ey, also, du Verlierer, es wäre ein schmieriger Akt, heute auf King zu machen, denn wäre Misserfolg nass, wären dir schon heute zum Schwimmen gewachsen. Und willst du widerlicher Rindernacken wirklich wissen, wie sehr ich dich respektiere? Dann brauchst du mir nur direkt in die Glubschaugen glotzen. Junge, hätte ich in der DDR auf dem Wachturm gestanden, hätte ich auch ohne Fluchtversuch auf deine dreckige Mutter geschossen. Ja, 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 ja. Okay, und eins noch zum Schluss. Digga, eigentlich wollte ich nach dem Battle noch ein bisschen mit dir quatschen, an der Bar ein paar Drinks mit dir nehmen. Doch da gibt's ein klitzekleines, geringes Problem. Ich hab grad eine SMS von meinem Selbstrespekt gekriegt. Und da steht drin, ich soll gehen! Berlin macht Lärm für dieses unglaubliche Battle! Ja. Ey, 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 pass mal auf! Sag, was du sagen willst, Bruder. Was ich sagen will? Ey, nach dem Cynic Red Pipe Battle, ich muss ein bisschen hustlen, weißt du? Da gehe ich hier raus, ja, da gehe ich da hinten aus der Tür, gehe zu meinem Auto, da habe ich Merch dabei, das hau ich euch zu Sonderpreisen raus und wer mit mir quatschen will, Foto machen will, dies, das, schließt euch dann einfach an, so, okay? Dann gehen wir da zusammen hin. Ja, Berlin, mach mal noch mehr Lärm für dieses unglaubliche Match!